Nordkurier Kultur. Zum Friedrich Jahr beantworten wir die wichtigsten Fragen zum großen Preußenkönig. Friedrich der Große wurde bereits zu Lebzeiten zum Mythos. Autor Frank Pergande, der in Mecklenburg-Strelitz lebt, lässt die wechselvolle Geschichte des Preußenkönigs und die Hintergründe auf originelle Art wieder aufleben. Mit Antworten auf die 50 wichtigsten Fragen. Erschienen beim Bucher Verlag in München. Wir stellen in einer Reihe Passagen aus dem Buch vor. Weshalb spielte die Armee in Preußen so eine große Rolle? Preußen war zweifellos ein Militärstaat. Friedrich II. Hat den Begriff selbst geprägt. Das Militär verschlang 80% des Staatshaushalts. Es belebte aber auch die Wirtschaft. Erst dank seiner Militärmacht konnte Preußen entstehen und in den Kreis der europäischen Großmächte eintreten. Einem der Gäste Friedrichs II. In seinem Schloss Sanssouci, dem Grafen Mirabeau, wird das Bonmot zugeschrieben, Preußen sei kein Staat mit Armee, sondern eine Armee, die einen Staat habe. Schon die brandenburgischen Kurfürsten hatten erkannt, dass sie ohne ein stehendes Heer nur Spielball anderer Mächte waren. Schon vor Ende des Dreißigjährigen Kriegs begann Kurfürst Friedrich Wilhelm, später der große Kurfürst genannt, mit dem Aufbau einer Armee. 1646 umfasste sein Heer 3000 Mann. 1675 schlug er die Schweden bei Fehrbellin. Die Schlacht, bei der vor allem das Zusammenwirken der verschiedenen Truppengattungen überzeugte, gilt als erster Auftritt Brandenburgs als europäische Großmacht. Als Friedrich Wilhelm 1688 starb, hatte die Armee eine Stärke von 30.000 Mann. Seit 1733 galt die Wehrpflicht. Leopold I. von Anhalt-Dessau, der alte Dessauer, diente als glänzender und origineller Soldat gleich drei Königen: Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. Um 1700 reformierte er das Heer. Er führte den Gleichschritt ein und ersetzte den hölzernen durch den eisernen Ladestock. Er exerzierte die Truppen, bis es jeder Soldat auf 10 Schuss pro Minute bringen konnte. Die Feuerkraft war damit doppelt so hoch wie bei potenziellen Gegnern. Preußen hatte eine der stärksten Armeen Europas, obwohl das Land von der Fläche her nur an 10., der Bevölkerung nach sogar nur an 14. Stelle stand. 1741 lag die Truppenstärke bei mehr als 100.000 Mann. 1746 wurden in Berlin die ersten großen Kasernen errichtet. Die preußische Armee war in jeder Hinsicht die beste in Europa.